So, und damit willkommen zurück zu Among Us. So, dieses Mal mache ich es deutlich defensiver. So, und ich weiß dieses Mal. Task. Weapons Download. Das sind alle anderen. So, was kann ich denn überhaupt machen? Oh, muss ich machen. Ja. So. Guten Tag. Guten Tag. Also, ich habe ihn bei... Ach, hier unten steht's. Office gefunden. Den Freelancer. Nee, das sind wir jetzt alle. Entschuldigung. Das ist, wie gesagt, unten steht hier bei mir gerade Office. Ich habe meine Plan. Augenblick, ja, wir sind alle Augenblick, da gerade reingeportet Augenblick, worden. Augenblick. Dem Vollerraum, den unten. Und CMS okay. kam mir entgegen. Der CMS kam mir entgegen, ging nach oben, ich ging nach unten und habe den Freelancer gesehen. Also CMS war es nicht. Hä? Ach du, bei Electric oder bei Kameras? Nee, auf der linken Seite, da wo der Baum ist, da bist du nach oben gegangen und ich bin nach unten gegangen und unten war Freelancer. Also ich war mal zwischenzeitlich in O2, hab dort meine Aufgaben gemacht, bin aber dann aus O2 raus und bin dann eben mit den ganzen Leuten jetzt halt stand mein Communications. Also wenn ich mich verteidigen darf, schnell, ich hab die Lights gefixt, bin den Gang runter und schnurstracks zum Befüllen von den Luftflaschen. Also ich habe immer bloß kurz vorbeilaufen sehen, aber nicht gesehen, wohin. Ja, wie gesagt, also ich habe auch CMS gesehen. Der ist halt Richtung O2 zum Baum oben hingegangen und ich bin nach unten gegangen und da habe ich die Leiche gefunden. Aber O2. O2 halt. Flobald? Ja. Ja. hattest du dieselbe Task wie ich? Nein, aber ich dachte, ich riskiere mal mein Leben. Wenn ich aufgeschlitzt werde, hätte ich gewusst, dass du es bist. Aber du hast ich dachte nicht mir sicher, dass du ein Friedlicher bist. Ja. Friedlicher. Ein Friedlicher. Ja. Ich war in Admin und habe gesehen, zwei Leute waren in Laboratory. Wer ist jetzt gerade in Laboratory? Me. Oben in Medical halt. Zusammen mit Flo. 4, 3. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, sorry. Also ich glaube, das ist ein CMS-Sassen, Immon. Ja, es hasst mich nur. Ihr könnt doch mitlaufen mit mir. Ich bin's nicht. Guten Tag. Gut. OCMS.
Gefunden habe ich Flui, wenn ihr von der Lava leicht hochgeht, dort habe ich Weiher gefixt und dann nach links neben dem Gebäude hat der Flui gelegen. Ich habe bloß Flobo hin und her rennen sehen, der hätten bestimmt auch gleich reportet. Also ich bin gerade von unten gekommen, also ich kann CM nicht entlasten, aber auch nicht belasten. Er ist der irgendjemand bei der Kamera? Ja, ich und ich habe es gesehen. Also ich habe zumindest den Kiel nicht gesehen, weil er war außerhalb der Reichweite, aber ich habe gesehen, wie CMS, Flobold und Flui sich gekreuzt haben und CMS ist Flui hinterhergerannt und Flobold ist meiner Meinung nach unten ins Office. Richtig, ich muss gerade meine Karte auflegen. Also, CMS hat self-reported? Klar, habe ich nie gemacht. Nein, dass CMS self-reported hat. Ich kann es nicht gesehen, aber es ist halt relativ shortly danach gewesen. Okay. Also was, dann, wenn ich es könnte auch Flobold gewesen sein, weil er die ganze Zeit auch mit dabei war. Aber, Flobald ist nach unten in Office gegangen. Du bist dann hoch mit. Ja, aber der ist dort von oben. Ja, ich bin ja nicht von oben gekommen, ich bin ja von rechts gekommen. Ich habe die Leiche ja schon gesehen. Also ich bin. Aus, als ob ich von oben gekommen bin, weil ich unten bloß. Ja, ich hab den Report, wo ich nach oben gelaufen bin. Der war außerhalb von meiner Sichtweite. Ich habe den Report-Knopf gesehen, bin zwei Schritte runtergegangen, weil. Aber Lights war nicht aus. Hä? Aber Lights war nicht aus. Das heißt, wenn du den Report-Knopf gesehen hast, musstest du auch fast die Leiche gesehen haben, oder? Du bist ja, ich guck doch nicht auf meinen Scheiß, auf mein komplettes Sichtfeld. Aber wenn Technorak sagt, dass er dich zusammen mit Flui hat rumlaufen sehen und... Er fand halt nach oben, weißt du, sie sind halt an der Lavafläche nach oben gelaufen. Der Flui hat wahrscheinlich die Temperatur eingestellt und ich war drüber und hab hier... Was ist denn das? Hier dieser... Funkturm. Aber warum hast du dann den Report dann gesetzt? Noch 10? Ja, man reportet doch, wenn jemand tut, ja, aber wie lange, wenn Technorak gesagt hat, dass ihr die ganze Zeit beieinander wart... Also zumindest die letzten 15 Sekunden. Ciao, ich war's nicht. Wieso votet nicht Flo mich? Ja, weil... Jetzt mal bei Henrik, damit er mich die ganze Zeit entlasten kann. Okay. Okay. Der liegt vor der Tür zu Weapons und irgendjemand war gerade noch in Communications. Wer war in Communications drin? Das ist der Raum, der über dir war, richtig? Das ist der Raum, der über mir links war, genau. Ich war anfangs in Communication. Nee, warte mal, Communication ist der, wo man den Bootschein hat. Du hast jetzt Grau gefunden. Flo. Ja. Aber es ist auch Hendrik tot. Oh! Das klingt jetzt etwas ungünstig. Ja. Ich kam halt auch aus diesem Com-Raum aus, weil vorher ist nicht Flo vor mir raus. Ja, ich dann ich halt und sehe Techno über der Leiche stehen. Ja, aber das ist keine Anklage, so wie vorher. Es ist eine Feststellung. Er kann es gewesen sein, er kann es aber auch nicht gewesen sein, weil er vorher nach unten gegangen ist. Wo warst du, Mittner? Ich habe erst diesen links von. Wobei, wenn man aus dem Office-Gebäude rausgeht, da wo der Reboot-Schalter ist. Dann habe ich erst umgelegt und da bin ich nämlich hochgelaufen zu Kameras. Ich habe bei den Kameras eben geschaut, habe gesehen, dass unter anderem Rufus und Immon sich begegnet haben und Immon hatte, glaube ich, eine Begegnung mit Hendrik irgendwann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Hendrik gewesen ist. Also, aber auf jeden Fall. Also ja, ich kann bestätigen, Immon ist mir entgegengekommen. Ja.
Aber da habe ich Hendrik nirgends gesehen. Nö. Also ich habe noch eine. Naja, die Begegnung, also die Begegnung, die ich nicht mehr sicher weiß, auch mit Hendrik war, war auch vor der Begegnung mit, von Emon und Rufus. Was ich aber interessant fand, ich habe versucht bei Admin die ganze Zeit diese Konsole anzumachen, um zu gucken, wer wo was sich befindet. Ne? Und ich habe gesehen, das geht gar nicht. Weißt du, ich habe gedacht so, hä, wieso geht das denn nicht? Also ich könnte jetzt nur noch sagen, als ich da in dem Raum war mit, wie heißt er jetzt, nicht Flo, habe ich vorher, als wir beide noch drin waren, unten Rufus rumlungern sehen. Noch 10? Es gibt gerade mein Verdächtnis. Ich würde jetzt mal auf den Mund gehen. Okay. Super, Midna. Ja, bitteschön. So, ich würde das gerne schreiben. Mail meine Tat. Ja, Louis, man hört dich. Ich würde ganz gern von dir erfahren, danke. Was? Du bist nicht gemutet. Oh, sorry. Sehr schön. Irgendwer nur entgegenkommt. Ich war es nicht. Ich war ein bisschen zu langsam. Ja, wir hätten den Double Kill. Ja, ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Kill-Button draufsteht, weil ich gedacht habe, okay, du bist noch da, du wirst mich schützen. Und dann denke ich so, verdammt, wann kommt er? Und dann vorbei. Ich denke so, geil. Immer hatte die Chance, mich zu warten. Ich hätte ihn einfach killen müssen, dann hätten wir eh gewonnen gehabt. Ja. Immer hat ein bisschen Respekt, als du mit reingekommen bist. Ich hab die Wahrheit gesagt. Ja. Simon, hast du Hendrik getötet? Ja. Ich hab Rufus gesehen und hab dann gedacht, okay, Rufus wird mich decken, also kill ich ihn jetzt. Ja, und direkt danach habe ich nicht Flo gekillt und bin gewendet. Ja. Neben Communications. Und dann habe ich gehofft, dass dass Techno und Flo sich ein bisschen, aber es hat nicht so funktioniert. Ja, ging mir aber ähnlich so. War ich einfach zu dumm, den Kill zu machen, dann hätten wir eh gewonnen gehabt. Ach, passiert. Ja. Ich bin vor Emon weggerannt, weil er irgendwie verdächtig aussah, weil er mir so hinterhergekommen ist. Und ich wollte mich vor ihm verstecken, unterhalb von Office. Ja, ja. Bei dem Rad. Weil ja. Ich dachte schon, ich wäre außerhalb seiner Sichtweite, aber. Nee, warst du nicht. Eigentlich wollte ich da runter und dann habe ich gesehen, ah nein, Emon läuft hinter ihm her, der wird dich schon killen. Ja, genau, hat er auch getan. Ich habe diese Runde auch gedacht, dass ich sehr defensiv agiere, weil ich gedacht habe, okay, Rufus ist dabei, habe aber dann relativ früh Freelancer gesehen und habe gedacht, okay, den muss ich jetzt einfach mitnehmen, gleich als erstes. Ihr habt jetzt nicht gewonnen, ihr braucht doch nur noch einen einzigen Kill. Ja, deswegen ja. Ich war zu dumm, das zu checken. Ich habe gedacht, wir brauchten den Double-Kill, aber nein, wir brauchten nur einen. Ich hätte einfach killen müssen. Ja, und bei mir war eben unten dieser Kill-Button noch nicht da. Und da habe ich gedacht, ja, so shit. Also ich muss mich dann verabschieden. Viel Spaß euch noch. Hallo. Alles klar. Schönen Abend und, hier. Und ich war unschuldig. Du bist vielleicht schuldlos, aber nicht unschuldig. Bin nicht Flo. Ich habe gerade gefragt, ob er auch mal reden kann. Ja, kann er. So, und zwar, ich wollte nur mal sagen, warum ich wusste, dass es Rufus ist. Wir waren ja in Electrical, ich habe ja Lights gefixt und auf einmal war Rufus auch da und er ist stehen geblieben und auf einmal ging in Electrical die Türen zu. Deswegen wusste ich auch, dass du der Imposter bist. Also eigentlich habe ich alles zugemacht. Gesagt. Ich habe alles eigentlich die ganze Zeit immer zugemacht, ausgemacht. Ich habe mich nicht ausreden lassen. Ja, ich werde nur beschuldigt hier. Jedes Mal. Na gut, du wurdest jetzt aber in zwei Runden zweimal gesasst. Da war es eigentlich obvious, dass wir dich behaupten. Ja, zweimal gesasst, wegen nichts. Ja, aber wegen nichts. Warst du immer in der Nähe. Naja, was kann ich denn dafür? Wahrheit, schlechtes Timing. Ja. Haben wir jetzt damit bin ich auf. Ich bin im Osten aufgewachsen. Mensch. Da fehlt jemand? Wer fehlt jetzt noch? Flo hat jetzt Quatsch. Wir haben jetzt einen Ersatz für Midna. Midna-Flo ist doch. Ach, Midna ist weg. Ja. Nee, ich brauche einen Ersatz für Midna. Ja, okay, und dann will ich mal ganz kurz eine Real-Life-Task machen und bin dann gleich wieder da.
Was? Klo säubern. So, Freelancer, du bist wieder zu hören. Den Vent säubern. Du warst die ganze Zeit nicht zu hören. Da kackst du rein. Okay. Du warst die ganze Zeit nicht zu hören, Freelancer. Ja, ich weiß, ich habe auch nichts gesagt, ich habe gegessen. Achso. Was gab's denn Feines? Ich habe mir die Zeit, nachdem immer mich getötet hat, genutzt, während ihr da geredet habt und den Falschen wahrscheinlich verdächtigt habt. Ja. Danke, ja, mich. Ich habe eine Blüte-Task gemacht und habe nebenbei noch Sex geholt. Ja, ich habe in der Zeit, nachdem ich meine ganzen Tasks hatte, was Flui dann auch erwähnt hat, hier Tasks machen, von den Toten kurz auferstanden. Ja. Ja, das ist okay. Ich habe mich verklickt aus Versehen. Sorry. Ja, ich bin hier weiter am Verkabeln vom Rechner von meiner Schwester. Jo. Schönes Kabelmanagement machen. Aber ich mache auch nicht mehr jetzt allzu lang, ne? Also vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Was? Am Morgen ist frei. Du hast gesagt, bis 23 Uhr. Ja, ich weiß, aber es werden ja mal weniger irgendwie. Ey, wir sind immer noch 9. Okay. Na gut, wenn wir noch 9 sind, ich sag mal so, ein paar Runden können wir zu 9 machen. Wenn wir keinen 10 finden, dann könnten wir ja vielleicht sogar auf Gartic Phone oder so switchen. Ja, zum Beispiel. Oh, der mit seinem Gartic Phone. Ja, hey! Hör jetzt auf, das gibt's morgen. Wie, es gibt noch? Ja, aber für heute Abend? Nein, Toni, böses Toni? Böses Toni, pfui! Ja, dann spielen wir halt zu neun weiter, das ist auch kein Problem. Das machen wir morgen. Wir können notfalls nochmal die Map switchen auf dieses andere Teil hier, auf dieses Laborteil. Auf dieses andere Teil. Naja, das Laborteil also ist von mir, eng. Also von mir aus können wir gerne den Gartic Phone spielen, falls die anderen... Ja, ich da bin auch dafür. Keine Ahnung, was es ist. Also solange wir keinen Zehnten finden, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt noch einen Zehnten finden sollten, in den nächsten zwei, drei Runden... Ja, Erik reinholen, aber das wollen wir bestimmt alle nicht. Nee. Ich kann meine Schwester reinholen. Lieber nee. Das möchte ich nicht. Mann. Du bist den gefallen. Die hat einen Freund. Klappe. Darum geht es nicht aus. Ja, darum geht's nicht. Ihr Lustmäuche. Nicht. Doch, kurz also, Leute. Ist das denn reine Wiener? Hallo Leute. Nicht Flo möchte auch mal kurz was sagen. Hallo Nicht Flo. Er ist auf Mute. Ja, du bist auf Mute. Immer noch er hat doch vorhin schon geredet, ich weiß nicht, was du hast. Ja. Na, er hat jetzt im Chat geschrieben. Der hat das vorhin gerade geschrieben und hat geredet. Ja. Der hat das Übliche gesagt. Rufus ist schuld. Er hat gerade eben schon geredet. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber er hat gerade geredet darüber. Er hat erzählt, ja. Er hat sogar erzählt, warum Rufus der Imposter gewesen hätte sein müssen. Rufus ist immer schuld. Nein, nee, hier im Chat steht nur, kann ich auch mal reden. Ja, das ist die... Das hat er vor 10 Minuten oder so schon geschrieben. Ja. Also. So passt doch auf. Also machen wir jetzt noch eine Runde erstmal. Ja, ja. Wen, Flo? Ja. Wen könntest du finden? Ich kann mal kurz jemanden fragen, kurz einen Moment. Ja. Ich will rausgehen, ob die Person online ist. Ja. So lange weiter quatschen, während ich schreibe. Dein unser Lieblingsnachbar Flo oder jemand anders? Jemand anders. Ah, schade. Kennt noch keinen. Schade. Midna ist jetzt raus, deshalb wir haben wieder nur zwei Flos. Du könntest dich jetzt umbenennen, nicht Flo, zu Midna Flo. Midna Flo der Zweite. Ersten zum Zweiten und zum Dritten versteigert. Nicht Flo, gehen, das war ein Witz. Also Flo Bolt, sollen wir schon mal starten oder sind wir auch nur noch zu acht? Ja, weil nicht Flo gerade weggegangen ist, weil er neu wieder mit neuem Namen hierher kommen möchte. Achso, echt? Hat er es gesagt? Also nicht Flo, M-S-W-O-I... Ja, jetzt ist es mit einer Flo 2. Nein! Geile Aktion! 100 Punkte! Und jetzt lass ihn reden. Toni unter der Wachstellen passt okay, also... Okay, ich kann doch mit keinem dienen. Muss morgen arbeiten. Okay. Was? Schade, dann ein scheiß Bruttosozialprodukt zu 9 einfach und dann wechseln wir einfach auf Gartic Phone für eine Stunde oder so. Wir können jetzt noch eine Stunde zu 9 spielen. Wir gucken einfach, wie gut das für die Imposter ist und für die Crewmates, weil wenn das dann zu einfach ist für die Imposter, weil es halt einer weniger ist. Ja, vorhin hatten wir doch auch zu 9 relativ gut. Also letztes Mal war es doch auch zu 9 eine längere Zeit. Aber wir können jetzt. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt zwei Runden, gucken, wie es läuft und dann schauen wir mal. Ja genau. Ja. Sehr gute Idee. Jetzt. Mit einer Flo 2, let's go. Ich bin mit einer Flo 2, hallo. Hallo. Hi, herzlich willkommen zurück.